So, willkommen zu einem neuen Schulungsvideo für Offizier. Allianzkriegsoffizier. Ich habe, wie gesagt, eine Nachvertonung, indem man mich sieht. Und wir gehen mal gleich starten los, ne, in die nächste Schulung. Und hier geht es um Champions-Empfehlungen. In diesem Video zeige ich dir Champions, die auf einen Knotenpunkt sozusagen ihre Vorzüge oder sagen wir ihre Fähigkeiten so richtig, wie soll ich das in Worten fassen, entfalten. No? Also, wir haben hier einmal die Guillotine, also Guillotine 2099, ein Duplikat auch noch wegen dem Kompometer, und wir haben hier dann als Beispiel zum Beispiel die Plattform 12. Mit Immun gegen Rüstungsbruch, und wir wissen ja, dass es Champions gibt auf zum Beispiel Champions gibt, die auf Knotenpunkte gesetzt werden, wo man auf einmal sich wundert, hä? Wieso geht der Debuff nicht drauf? Wieso hat die jetzt keinen Blutrausch? Wieso geht da keine Vergiftung? Und das liegt einfach nur daran, dass die Knotenpunkte, auf die die gesetzt werden, einfach diese Sonderfähigkeit, ich nenne das als Sonderfähigkeit, auch da habe ich bei KWM nachgehakt, das ist eine Sonderfähigkeit, auch die sehen das so, weil generell haben ja die Champions das nicht. Wenn ihr zum Beispiel das Ding in Allianzkrieg begegnet und ihr kämpft gegen das und auf einmal sagt ihr, hä, wieso kann ich den nicht vergiften, dann liegt das wohl da wahrscheinlich daran, dass er halt eben auf einem Knotenpunkt liegt, wo das Ding immun gegen Vergiftung noch zusätzlich gemacht wird. Das macht es natürlich wiederum schwerer, gegen das Ding zu kämpfen, denn es hat ja sowieso schon sehr viele Immunitäten und jetzt noch immun gegen Vergiftung, ja, so ist das. Ne? Deswegen, das Ding ist so ein geiler Champion, und wo man wirklich nicht unbedingt auf dem Boss Knotenpunkt haben muss, wo man ein bisschen, wenn man so strategisch angeht, es auf einen anderen Knotenpunkt ansetzt, wo es zusätzlich immun gegen Vergiftung ist. Und es ist sowieso schon schwer zu besiegen, für den einen oder anderen, nicht für alle, ganz klar. Es gibt Leute, die sich darauf spezialisieren, aber viele Spieler haben damit ein Problem. So, nebenbei erwähnt. Jetzt siehst du hier immun gegen Rüstungsbruch. Warum ist dieser Knotenpunkt so wichtig? Dieser Knotenpunkt ist deswegen so wichtig, und auch die Champions dazu zu verstehen, weil wenn ein Champion dann eine Rüstung hat, wie Nimro zum Beispiel oder Guillotine 2099, und ein anderer Champion, ein Gegenspieler, denkt sich, jetzt mache ich die Rüstung mal kaputt, damit die einfacher zu besiegen ist, damit die durch die Zerstörung der Rüstung kann ich dann mehr Schaden gegen diesen Champion einwirken. Das funktioniert dann nicht mehr. Ja? Und da haben wir zum Beispiel jetzt in diesem Fall, also das war ja eine vorige Schlacht, da haben wir uns einfach mal die Guillotine angeschaut. Ne? Sie bespringe ich jetzt nochmal, weil das kommt so ein extra Tutorial. Und dann haben wir hier die Guillotine draufgesetzt. Oh, die ist dann immun gegen Rüstungsbruch. Das bedeutet, das können wir noch mal zurückspulen. Spulen wir mal zurück. Das können wir hier. Ich weiß jetzt nicht. Oh, wo war das? So, mein Kampf. Ne? Und da haben wir diese Rüstung. Ja. Schauen wir uns mal an. So. Und da haben wir die Rüstung. Die Rüstung, die wir da haben, die kann uns kein Champion wegmachen, wenn wir auf dieser Plattform 12 sind. Mit der Guillotine oder mit Nimrod. Ich werde euch noch eine Liste für die Champions spezielle machen, die davon profitieren. Champions, die mit diesem Knotenpunkt wunderbar
laufen und damit wirklich profitieren. Keiner kann diese Rüstung jetzt brechen. Das sind Riesenprobleme. Wenn ich jetzt einen Champion habe, wo ich meine, Angela, mach mal schnell die Guillotine und den Nimrod fertig, dann sagen die, so nicht mein Freund, Sonderfähigkeit aktiviert, dank diesem Buff auf diese Plattform. Ich bin immun. Ich bin immun. Nun, that's it. Also dadurch wird es richtig, richtig fieser noch. Und dadurch wird die KI auch dirty. Das heißt, sie macht dirty moves. Sie macht dann richtig fiese moves und man ist dann im Endeffekt gefickt. Ja. Wenn man es auf Hardcore Deutsch ausdrückt. Okay, also das ist das eine. Und das solltest du als Offizier immer im Hinterkopf beibehalten. Hey, hier kann ich Champions setzen, die das Future Rüstung haben. Und damit tue ich dementsprechend dafür sorgen, dass diese Champions auch ihre Rüstung beibehalten. Okay, springen wir zum nächsten Part. Plattform 11. Kennt jeder. Viele denken, Seelenqualen, dem Angreifer wird alle 30 Sekunden Kraft entzogen. Ist nichts Besonderes. Ja, das ist, braucht man nicht zu besprechen. Doch. Oft wird das unterschätzt. Seelenqual ist ein Knotenpunkt, also im Endeffekt ein lokaler, toller Knoten auf der Plattform 11. Denn was macht er mit Champions, die viel Kraft zuvor haben, wie Hyperion oder Sorcerer Supreme oder auch Sibion Supreme und auch viele andere, die Kraft zuvor haben? Was macht er? Ja, er tut tatsächlich diesen Champions, aber auch nicht nur diesen Champions, auch den Champions, die allgemein an Kraft zuführen, tut er alle 30 Sekunden die Kraft entziehen. Und gerade mal, wenn es ein Hyperion ist, und ich greife jetzt mit Hyperion an, mit einer sowohl Signatur, wohlgemerkt ein Duplikat, wo sich das sehr schnell auffüllt, oder mit Vision, Arcus, ich glaube Arcanus oder der, egal, mit der Vision, ihr wisst schon, was ich meine, der selber sich aufladen tut. Ne? Und gerade mit solchen Champions wie Hyperion oder Vision, Arcus oder Arcanus oder auch halt Sorcerer Supreme oder Symbion Supreme, gerade da, wenn ich gerade angreifen will und in den Modus bin, ja, jetzt greife ich die an, jetzt mache ich die fertig, jetzt mache ich meine SK3 oder so, werde ich hier daran behindert. Das heißt, der Verteidiger sagt sich, nee, du pass auf, ich entziehe dir mal die Kraft. Und deswegen hat das, hat dieser Knotenpunkt richtig gute, Boni ist es im Endeffekt. Und da könnt ihr tatsächlich jeden Champion setzen, ne? Weil hier ist jetzt keine große Voraussetzung. Auch da sollte man wissen, es gibt Knotenpunkte, wo man jeden Champion draufsetzen kann. Wo es einfach nur darum geht, da ist ein Verteidiger, ein guter Verteidiger, man kann umso besser natürlich der Verteidiger, wobei mir jetzt die Meisterzocker Unrecht geben würden, deswegen muss ich mich tatsächlich korrigieren ein bisschen. Man kann zwar jeden Champion setzen hier da drauf, aber wenn man einen Champion hier drauf setzt, oft diese Plattform mit diesem Fähigkeit Seelenqual, der richtig fies ist, dirty move machst, dann kann man damit richtig den Gegner nerven. Also man kann, sagen wir mal, so richtig nerven, weil es ist dann richtig nervig, weil er zu seiner vollen Kraft sich nicht entfalten kann. Na, er kommt nicht dazu. Oder zumindest nicht alle kommen dazu, weil es gibt sehr gute Spieler, die schaffen das, aber es gibt Spieler, die Schwierigkeiten haben, sagen, ich wollte doch gerade meine SK3 oder SK2 zünden, jetzt ist schon wieder meine SK weg, ne? Oder schon wieder und entzogen, und daher ist kein schlechter Knotenpunkt. Dann kommen wir zum nächsten Plattform, das ist die Plattform 16. Das ist Rüstung. 20% Rüstung. Das ist eine ganze Menge. Warum steht da 20% Rüstung? Das ergibt doch keinen Sinn, würdest du jetzt sagen, als Offizier. Wie 20%? Das hat doch nur ein, die Guillotine und Nimrod haben doch nur Rüstung. Wir haben doch nur 1 und dann 2 Rüstungen und 3.
Ist ganz einfach. Es gibt Champions, die haben Rüstung und eine Wertung zu der Rüstung. Also wie viel Schaden sie dementsprechend abblockieren können. Das ist auch ganz wichtig. Wenn zum Beispiel steht, hat 2000 Rüstung und ein Champion hat einen Schlagschaden von 1800, dann kann er dem gar keinen Schaden hinzufügen. Also das ist zumindest sehr schwierig, weil er einfach das meiste davon von dem Schlagschaden abblockiert. Ja? Und deswegen, wenn man dann 20% Rüstung macht, gerade Champions, die einen Wert haben, da werde ich auch immer, was ich hier mache, in dieser Schulung, die du dann teilnimmst, werde ich immer im Nachhinein nochmal dafür sorgen, dass du Links bekommst. Ganz klar, wenn du in meiner Allianz bist, sowieso, für alle anderen dauert es ein bisschen, aber ganz klar, zuerst in meiner Allianz bist, da kriegst du auf jeden Fall speziell angefertigt die Links und Bilder und Liste, wo das alles so mal erklärt ist. Ich werde es aber zeitnah auch wirklich hier reinstellen in der Beschreibung in diesem Video, Schulungsvideo. Und wenn du auf jeden Fall eine Wertung hast, dann wird diese Wertung immer verstärkt. Welche Sachen, welche Champions verstärkt werden, was das ausmacht, dazu kommen wir auf jeden Fall, dafür kriegst du eine Liste. Dann kannst du als Offizier sagen, oh cool, danke an, ich habe eine Liste, da weiß ich, welche Champions ich auf diese Plattform setzen kann. Ja? Also das ist richtig, jetzt ist halt hier die Frage, weil oft wird gefragt, kann ich jeden Champion auf die Plattform setzen? Also kann ich auf der Plattform 16 jeden Champion setzen? Weil das ist ja nicht so eindeutig übersetzt. Es steht ja nur Rüstung und 20% mehr. Und da muss man ganz einfach sich nachdenken, was ist das ein Buff? Und wenn man hier ganz genau sieht, steht hier ISO und versetzt und Gesundheit. Und hier steht Rüstung. Und wenn man eins und eins zusammenziehen kann, ich habe auch bei Kambam für euch sicher zum Nachgefragt, Nervensäge, ich bin an der Nervensäge. Und wenn man das eins und eins zusammenziehen kann, dann ist das ein Buff. Ein Buff, der dazu kommt, der eine Fähigkeit ist, die auch zu Champions kommt, die keine Rüstung haben. Von sich aus, also jeder Champion hat gewisse Fähigkeiten. Es gibt Champions bei Marvel Sturm der Superhelden, die gar keine Rüstung haben. Die haben dafür Energieresistenz oder halt eben physischer Schaden mehr Resistenz. Okay? Da könnte man sagen, Moment mal, Andreas, das klingt ja richtig interessant. Wenn ich jetzt einen Champion setze, der Energieresistenz hat und physischen Schaden sehr Resistenz und der aber keine Rüstung hat, dann würde er jetzt zusätzlich eine Buff-Fähigkeit bekommen, Rüstung. Und das 20%. Genau. 20% Rüstung. Na, da gibt es auch einen Wert, das kann man ausrechnen. Dazu kommen wir ein anderes Mal, weil ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen. Weil das ist jetzt nur Schulung, erstmal Grundlagen, alles so erklärt. Ne? Und dann kann man sagen, ja klar, dann setze ich doch da einen Champion, der Energieresistenz ist, physischen Schadenresistent und zusätzlich kommt meine Rüstung. Bingo. Richtig. Vollkommen richtig. Und deswegen macht es da, deswegen sind da auch nicht jeder Champion ist da drauf. Das sind Champions, da kriegst du auch eine Liste von mir drauf, die speziell sehr schön mit diesem Buff richtig geil funktionieren und richtig fies dann sind. Richtig, richtig fies zu killen. Weil sie kaum, weil du mit den Schlägen du denkst, haust drauf, oh, ich hab ihn immer fertig gemacht, bumm, oh, scheiße, dann steht da nur so da, der Champion, schau dich an. Was machst du da? Ich haue so, ich hau, ich hab dich doch immer fertig gemacht. Ja, kannst du ruhig weitermachen. Mach mal dein Ding, ich schlaf mal hier so. Oh scheiße, Time up, ich hab verloren, shit. Ja, da werden wir auch sagen, natürlich, wenn ich dir auch in den nächsten Videos und Tutorials, also in Schulungsvideos, auch sagen, wie du gegen solchen Champion antreten kannst. Eine Sache erwähne ich jetzt schon, Rüstungsbruch. Think about it. Oder denk mal drüber nach, Rüstungsbruch. So, gehen wir weiter.
Sardis hatten wir im ersten Video, möchte ich aber nochmal wiederholen hier im zweiten Video, Schulungsvideo. Sardis ist einfach eine geile Sache mit dem Knotenpunkt. Also die Plattform 9 ist einer meiner Favoriten von einigen meiner Favoriten, aber einer meiner, weil ich kann meinen Kingpin richtig schön ausnutzen. Ich kann mein Abomination Immortal schön ausnutzen. Und ich kann auch natürlich gerade Spieler sehr schön mit einbringen, die Suicide-Modus haben. Das heißt, wo die dann Blutrausch haben auf ihren Champion und Vergiftung auf ihren Champion drauf haben. Das kann man so richtig gut ausnutzen, weil dann haben die 20% on top mehr Angriff. Und wenn die dann halt noch unerfahrene Spieler gibt es, und wenn es noch unerfahrene Spieler gibt, die dann da drauf gehen mit dem falschen Champion, dann sind die schneller K.O. als die Liebes. Also von daher, das ist ein sehr oft unterschätzter Knotenpunkt, unterschätzte Fähigkeit. Das ist mir sehr oft aufgefallen. Wir haben deswegen sehr oft gewonnen, weil die Leute einfach uns, also beim Allianzkrieg mit falschen Champions angegriffen haben und dachten sich, der Kingpin, Duplikat, Level 150, nie ist nobody. Ich hatte dann natürlich meine Synergy an mit Joe Fix und noch anderen. Und dann ist der, also der hat tatsächlich mit dem falschen Nennen auch angegriffen, der zusätzlich Debuffs macht. Und ich dachte mir, oh Mann, das wirst du nicht ein paar Sekunden überleben. Und ich hatte recht. Boom, der hat gerade mal gezockt, vielleicht 10 Sekunden und weg war. Ja, man greift einen Kingpin nicht an mit zusätzlichen Debuffs. Das macht man nicht. Der profitiert auch von ohne Ende. Und auch einen Abomination Rang 3 oder Rang 4 mit einer Signaturlevel von 180 auf diesen Knotenpunkt sollte man wirklich nachdenken, wie man ihn angreift. Aber auch nicht mit der Generation, denn auch das ist ein Debuff. Ist immer so eine Sache, ne, mit Debuffs. Auf jeden Fall sehr oft unterschätzt, das wäre nochmal hier erwähnt. So, das war es auch schon von diesem Video und diesen Grundlagen. Ich würde mal sagen, wenn du damit durch bist, wenn du Fragen hast, schreib einfach Kommentare, kannst du in den Kommentaren nur eine Frage schreiben. Ansonsten freue ich mich, dass du bis hier hinten wieder zu Ende geschaut hast, was du den ersten Teil gesehen hast. Wenn nicht, schau dir bitte nochmal den ersten Teil an. Und nicht vergessen, mich unterstützen, liken, Kanal abonnieren. Und wir sehen uns im dritten Schulungsvideo. Ich habe das natürlich in Parts aufgeteilt, weil heutzutage die Aufmerksamkeit, wie sagte der Kabarettist, der Herr Schröder, ist ein Satiriker er für mich, und er sagte, die Aufmerksamkeit der Schüler ist um 500% oder sowas geschwankt. Und ich als ehemaliger Schüler muss dem Herrn Schröder recht geben. Das ist tatsächlich so. Ne? Und daher ist es auch nicht so schlimm. Ne? Wir haben heutzutage nicht viel Zeit. Jeder ist im Stressmodus. Und ich sage, okay, dann machen wir eine große Schulung gesplittet, aufgeteilt in mehreren Parts.